Und das alles macht bei mir auf jeden Fall schon voll was mit meiner Stimmung, sodass ich merke, ich bin erschöpft. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mitten im Herbst. Und genau darum geht es auch heute, was der Herbst und der Winter mit uns so machen kann. Ich merke bei mir immer, wenn so der Herbst kommt, also ich finde September ist immer noch so total schön, Spätsommer, alles irgendwie leuchtet noch und das Licht ist toll und so. Dann kommt der Oktober, da werden die Blätter schön und ist auch irgendwie noch total die schöne Zeit. Und dann kommt der November. So richtig wie so ein Hammer. Es wird dunkel, das fällt mir total auf, dass es morgens, wenn ich rausgehe, einfach noch dunkel ist und auch abends irgendwie schon gefühlt um 5, 6 Uhr wieder dunkel ist. Die Tage sind kurz, es wird kälter, es wird ungemütlich, es regnet und das alles macht bei mir auf jeden Fall schon voll was mit meiner Stimmung, sodass ich merke, ich bin erschöpft und auch das merke ich gerade, ich bin echt erschöpft. Ich bin müde, ich habe irgendwie den Gedanken gehabt vor ein paar Tagen, ich würde am liebsten einfach eine ganze Woche nur zu Hause sein, einfach nur mich ausruhen, schlafen, chillen, irgendwelche Filme gucken, kochen, also so ganz gemütlich mich einmummeln, leckere Sachen essen. Und ich glaube, das haben sehr viele Leute, also zumindest wenn ich mich in meinem privaten Umfeld so mit Menschen unterhalte, dann haben mir auch viele erzählt, boah ja, ich habe irgendwie fast jedes Jahr im Herbst Angst vor dem Winter. Worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist die sogenannte Winterdepression. Vielleicht hat der oder die eine oder andere das schon mal gehört. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Wort, das ganz viel in so einer sogenannten Küchenpsychologie benutzt wird. Aber das gibt es ja tatsächlich. Also Winterdepression oder auch saisonale Depression, so wie es, genau, kann man beide Begriffe benutzen, ist eben eine Art der Depression, die nur in einem bestimmten Teil des Jahres auftritt, also so im Frühherbst, also Oktober, November meistens so beginnt und dann so bis zum Ende des Winters, also März, April, so ungefähr bis dann quasi sich zeigt. Und zwar genau in den Sachen, die ich gerade auch so von mir beschrieben habe. Von daher glaube ich, dass ich da auch schon sehr anfällig für bin. Und zwar in schneller Erschöpfbarkeit, Müdigkeit, aber auch sowas wie Antriebslosigkeit, ja, gedrückter Stimmung. Dass man die Freude an Dingen verliert, die einem sonst eigentlich Spaß machen. Und dass man sich einfach auch so einigelt und so zurückzieht. Also genauso dieses Gefühl, ich will mich einfach einmuckeln und mit meiner Decke hier liegen und einfach nur leckere Sachen essen. Das gehört eben auch zu Symptomen einer Winterdepression. Bei einer Depression, die jetzt nicht nur im Winter auftritt, ist auch ein Symptom, dass sich der Appetit verändert. Und zwar meistens in die Richtung, dass man weniger isst. Also, ne, wenn einen Sachen so beschäftigen, berichten ganz viele Menschen, dass sie einfach weniger Appetit haben. Bei einer Winterdepression ist das genau andersrum. Also da berichten viele Menschen, dass sie wirklich das Bedürfnis haben, viele zumeist auch hochkalorische Sachen, also so die ganzen leckeren Sachen zu essen, ne? Sich so richtig gut gehen zu lassen. Warum gibt es denn überhaupt so dieses Gefühl, dass wir uns im Herbst und Winter so erschöpfter, niedergeschlagener, vielleicht auch müder fühlen? Ich habe nachgelesen, dass das einfach wirklich am Licht liegt vor allem. Also so einen ganz genauen Grund gibt es ja meistens nicht für psychische Erkrankungen. Aber das Licht, das im Winter fehlt, ist wirklich ein entscheidender Faktor. Unser Körper ist ja in seinem Tag-Nacht-Rhythmus darauf abgestimmt, dass wir tagsüber, wenn es hell ist, wach sind und nachts, wenn es dunkel ist, müde sind und schlafen. Und das kommt eben im Winter so ein bisschen durcheinander. Und das spitzt sich ja zu, dass wir wirklich so Mitte, Ende Dezember einen sehr, sehr kurzen Tag überhaupt nur haben. Und unser Körper uns eigentlich sagt, du musst den ganzen Tag schlafen. Also du musst quasi eigentlich von 17 Uhr nachmittags bis 10 Uhr am nächsten Tag musst du eigentlich schlafen, weil dann ist es ja dunkel. Das stimmt natürlich nicht. So viel Schlaf brauchen wir nicht. Und da kommt in unseren Hormonen einiges durcheinander, sodass wir müder sind, aber wir schlafen dann zu viel und dadurch sind wir erschöpft. Und natürlich, wenn der Schlaf irgendwie nicht stimmt, dann überträgt sich das auch auf die Stimmung und von daher, ja, kommt es dann zu sogenannten Winterdepressionen oder auch einfach nur, ja, so einem Gefühl von, oh, ich bin einfach irgendwie durch, der Herbst nervt, der Winter ist blöd. Und denn das muss ja nicht immer direkt eine Winterdepression sein.
Wir können das ganz gut unterscheiden. Das ist eigentlich ganz einfach in der Psychologie, denn wir haben haarscharfe Kriterien. Also das klingt manchmal ein bisschen hart, aber wir können in so Bücher schauen, wo die Kriterien und Diagnosen drinstehen. Und dann steht da wirklich drin, du brauchst zwei Symptome davon. Also du brauchst irgendwie zwei Hauptsymptome, zum Beispiel Niedergeschlagenheit und Müdigkeit die meiste Zeit des Tages über. Und dann brauchst du noch drei Nebensymptome zum Beispiel. Und das kann dann sowas sein wie vermehrter Appetit oder. Und wenn du das eben nicht hast, dann hast du auch keine Winterdepression im engeren Sinne, sondern hast vielleicht einfach nur eine ganz normale Beziehung zum Herbst und Winter. Also du musst dir keine Sorgen machen, wenn du auch denkst, oh, der Herbst nervt aber irgendwie und es ist anstrengend und es wird jetzt schon wieder so früh dunkel und so. Das ist auch ganz normal, weil der Körper einfach, ja, uns sagt, der Tag ist so kurz und ich muss jetzt eigentlich mich erholen, weil die Nacht einfach so lang ist. Ich persönlich finde es auch richtig krass und manchmal auch einfach absurd, dass einem manchmal nur ein Symptom fehlt, um eine Diagnose Winterdepression oder normale Depression oder was auch immer zu bekommen. Und da sieht man auch, dass diese Diagnosen und Krankheiten und so natürlich auch nur ja, irgendwie Kategorien sind, die sich mal jemand ausgedacht hat. Also irgendjemand musste mal sagen, was ist denn jetzt eine Depression und was ist keine Depression? Wann können wir jemanden behandeln und die Krankenkasse kann das bezahlen und wann nicht? Und dann hat jemand mal gesagt, ne, das muss da sein und wenn eins fehlt oder so, dann geht's halt nicht. Aber natürlich kann es auch sein, dass du dich einfach so schlecht fühlst und eigentlich eine Behandlung bräuchtest oder dir eigentlich wünscht. Und dann gilt immer noch der Faktor Leidensdruck. Also wenn du wirklich daran leidest, dann kriegst du auch immer eine Behandlung. Also da musst du jetzt irgendwie nicht Sorge haben, dass du vielleicht zu wenig Symptome hast oder so. Also wenn es dir schlecht geht, dann geh auf jeden Fall auf jemanden zu, geh vielleicht zu deinem Hausarzt, Hausärztin, sprich mit denen, sprich mit Freunden. Das würde ich dir sowieso immer empfehlen, dass du damit einfach nicht alleine bleibst. Und dann kann dir mit Sicherheit geholfen werden. Was kannst du denn jetzt machen, wenn du merkst, der Herbst und der Winter und diese ganze Dunkelheit, das schlägt dir wirklich aufs Gemüt und du bist erschöpft und hast irgendwie gerade nicht mehr so richtig Lust und willst dich nur noch einigeln? Der wichtigste und auch gleichzeitig schwerste Tipp, das weiß ich aus Erfahrung, ist, dass du rausgehst und dir und deinem Körper das Licht gönnst, was so da ist am Tag. Und auch wenn es vielleicht irgendwie nur ein 20-minütiger Spaziergang ist, hilft dir das schon voll, einfach wach zu werden und deinem Körper auch zu zeigen, da ist Licht, es gibt quasi das Signal, werde jetzt wach. Und wenn du das gleichzeitig noch in Zusammenhang mit Bewegungen machst, also wenn du einfach einen Spaziergang machst oder vielleicht eine kleine Runde Sport einlegst draußen oder so, dann hilft das total. Es ist natürlich super schwer, wenn du eigentlich schon in so einem Modus bist, dass du, ja, einfach gar nicht mehr kannst, dann genau rauszugehen, dich vielleicht zu bewegen. Aber da kannst du dir vielleicht auch jemanden holen. Hol dir jemanden, mit dem du es gemeinsam machst, vielleicht einen Nachbarn, einen Freund, Freundin oder so, wo ihr einfach gemeinsam einmal am Tag eine Runde spazieren geht. Ich persönlich kenne in meinem privaten Umfeld auch viele Leute, die mit dem Winter echt Schwierigkeiten haben und die jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt eine klassische Winterdepression im engeren Sinne haben, aber die echt jedes Jahr sagen, oh, der Winter. Das ist so anstrengend, auch für mich psychisch und so. Also, du bist nicht alleine damit, wenn du das von dir kennst, sondern ganz viele Menschen in Deutschland und ja, einfach auf unseren Breitengraden sind von Depressionen und vor allem auch Winterdepressionen betroffen. Hol dir da wirklich Hilfe, sprich mit Leuten, bleib nicht alleine. Ich hoffe, dieses Video konnte dir dabei helfen, einfach mal zu ordnen oder einfach nur einen Überblick zu bekommen, was Winterdepressionen sind und was auch eine normale Erschöpfbarkeit und Müdigkeit im Herbst und Winter ist, einfach aufgrund des Lichtmangels. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich super doll über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ich würde mich noch total freuen, wenn du einfach in die Kommentare schreibst, wie es dir im Herbst und Winter so geht. Ob du das auch bei dir kennst, dass du vielleicht manchmal müder bist im Herbst und Winter und auch, was du dagegen machst, also wie du dich motivierst, Dinge zu machen, rauszugehen und so. Ich glaube, da können wir einfach nur voneinander profitieren. Ich freue mich, von euch zu lesen und wir sehen uns im nächsten Video.